Ich halte das wirklich nicht mehr aus. Das ist wirklich richtig heftige Desinformation, die hier im Rahmen der Heute-Show vom ZDF betrieben wird. Aber ich muss jetzt hier tatsächlich nochmal sagen, ich glaube, es ist tatsächlich unbewusste Desinformation, weil tatsächlich das ökonomische Wissen einfach nicht weit genug reicht und man sich wahrscheinlich einfach entschlossen hat, hey, recherchieren, das brauchen wir hier nicht wirklich machen. Worum geht es genau? Es geht um diesen Beitrag, der gerade gestern erst online gekommen ist, und zwar bei dem ZDF-Kanal Heute Show von Till Reiners, und zwar die Deutsche Bahn, eine gammelnde Aktiengesellschaft. Ja, und hier spricht Till Reiners nun über die sogenannte Privatisierung, die ja all diese ganzen Probleme bei der Bahn verursacht, die wir ja heutzutage alle ausbaden müssen, wenn wir eben die Bahn nutzen. Also verspätete Züge, und zwar richtig verspätete Züge, egal wohin, egal wann, immer hat man Probleme, wenn man Bahn fährt. Ja, nicht immer, aber ich würde mal sagen, in 80, 90% der Fälle. Und das ist ja schon so eine Kampagne, die seitens der öffentlich-rechtlichen Medien schon sehr lange auf den bösen Kapitalismus geschoben wird, weil natürlich sehr, sehr, sehr viele Leute, also Millionen von Bürgern, fahren regelmäßig Bahn und sind deswegen massiv frustriert. Und wenn sie jetzt wissen, ah, okay, der Sündenbock ist der böse Kapitalismus, dann hat man natürlich immer auch jemand, auf den man diese ganze Misere schieben kann. Und weil die Deutsche Bahn ja eine Aktiengesellschaft ist, kann man natürlich auch wunderbar immer sagen, seht her, liebe Bürger, es ist der böse Kapitalismus, der hier an dieser ganzen Sache Schuld hat. Und genau das sagt auch Till Reiners. Schauen wir jetzt mal hier gleich in die erste Minute rein. Da, ne, die Wurzel allen Übels. Dass es bei einem Versagen die eine Wurzel allen Übels gibt. Hier schon. Sie heißt Privatisierung. Nicht alle, aber die meisten Probleme der Bahn sind dadurch entstanden oder verschärft worden. Privatisierung, das war ja ein Zauberwort der 90er. Also, er sagt, das Problem der Deutschen Bahn war die Privatisierung. Das Problem, was Till Reiners hier hat, ist, dass es einfach zu 100% falsch ist, was er sagt. Und das hätte er selber auch ganz schnell herausfinden können, wenn er einfach mal auf die Webseite der Deutschen Bahn selbst raufgeklickt hätte. Ja? Ich meine, hier sehen wir es, ja? Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 ist die Deutsche Bahn AG eine Aktiengesellschaft und hat entsprechend eine duale Führungs- und Kontrollstruktur. Sie befindet sich zu 100% im Eigentum des Bundes. So. Das bedeutet ja, es ist eine Aktiengesellschaft in ihrer Rechtsform, aber diese Aktiengesellschaft ist eben genau nicht im Privatbesitz. Denn die sogenannte Privatisierung und der Börsengang wurde damals während der Finanzkrise ja abgesagt und dann 2011 komplett einfach ja, abgesagt. Ja, also erst in der Finanzkrise sollte es verschoben werden und dann 2011 wurde es schlussendlich komplett beerdigt, das Projekt Privatisierung. Das heißt, nur weil da die Rechtsform AG ist, aber wenn da zu 100% der Staat der Eigentümer ist, mein lieber Till Reiners und meine liebe Heute-Show, dann ist das natürlich keine Privatisierung. Ich gebe euch jetzt mal noch so einen ganz einfachen, simplen Vergleich, ja, das ist nicht satirisch gemeint, damit ihr das auch wirklich jetzt mal versteht. Und zwar gibt es ja noch ein anderes Unternehmen neben der Deutsche Bahn, die auch mit Deutsche B anfängt, und zwar die Deutsche Bank. Ja, und wenn ihr jetzt mal hier guckt, ne, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, dann seht ihr jetzt hier noch darunter eine sogenannte ISIN. Und das ist die sogenannte International Securities Identification Number. Und diese Nummer kann ich nun auch zum Beispiel mal bei einem Broker einfach eingeben und dann kann ich mir diese Aktie auch an der Börse kaufen. Heute nicht, weil die Börse hat ja zu. Das Ganze könnt ihr ja jetzt mal versuchen, liebes Team von Heute Show. Und zwar mit der Deutsche Bahn Aktie. Viel Spaß dabei, das werdet ihr nicht können, denn der Börsengang, wie gesagt, hat niemals stattgefunden. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist natürlich die Deutsche Bahn auch nicht im Privatbesitz, sondern natürlich im Besitz des Staates.
Und all diese ganzen Probleme, die du dann im Laufe deines weiteren Videos nennst, sind nicht irgendwie auf den bösen Kapitalismus mit seinem Gewinnstreben und so weiter zurückzuführen, sondern eben auf das katastrophale Management, eben was hier seitens der Bahnmanager und so weiter gewaltet hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil später im Video sagt ja Till Reiners auch, ne, da musste ich wirklich lachen, und in dem Moment sind wirklich kurzzeitig, ich glaube, meine IQ-Punkte um 10 bis 15 gesunken. Da musste ich mir erstmal schnell Basic Economics von Thomas Sowell nochmal kurz anschauen, um wieder mein ökonomisches Wissen aufzufrischen. Ja? Er sagt hier, dass dieser Gewinn und Verlust erst dann tatsächlich auch anfällt und messbar wird, wenn man so etwas wie die Deutsche Bahn zu einer AG macht. Das ist tatsächlich ein Zitat, guckt selber rein bei Minute 4. Ja? Was natürlich eine weitere komplette Desinformation ist. Ja? Lieber Till Reiners, ein Gewinn und Verlust ist nur eine Repräsentanz von etwas. Es repräsentiert nur, beispielsweise wenn ein Unternehmen Gewinn macht, dass der Markt, also alle Kunden, alle Leute, die dafür zahlen, den Wert von dem, was produziert wird, also der Dienstleistung oder der Produkte, mehr wert ist als all die ganzen Arbeitsstunden, Ressourcen und so weiter, die bei der Produktion in dieses Produkt oder Dienstleistung reingegangen sind. Ja? Aber ein Verlust oder ein Gewinn fällt immer an, völlig egal, ob du ihn jetzt misst oder ob du eine AG hast oder nicht. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einfach auf einer Insel wohnst und ein Segelboot gebaut hast, wo viele Arbeitsstunden und viele Ressourcen reingegangen sind und dieses Segelschiff dann untergeht, weil ein Blitz einschlägt, ja, dann hast du den Verlust von einem Segelschiff. Vollkommen egal, ob du den jetzt bilanziell ausweist oder nicht oder ob du vorher aus deinem Schiff eine Aktiengesellschaft gemacht hast oder nicht. Es ist wirklich echt schlimm. Ich weiß gerade nicht, ob ich weinen oder heulen soll, dass man hier diese Basics tatsächlich erklären muss. Aber was will ich auch erwarten? Ich meine, dass ja die einzelnen öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht so sauber bilanzieren. Das haben wir ja neulich schon bei Twitter und Lutz Olaf sehen können. Und auch der Bundesrechnungshof hat das ja bereits moniert, dass man diese Buchprüfung gar nicht durchführen konnte, weil eben die ganzen Ausgaben nicht wirklich, ja, bilanziert wurden. Und würde man jetzt sagen, okay, tatsächlich würde man jetzt die öffentlich-rechtlichen privatisieren, ja, also die müssten tatsächlich sich ja Markt beweisen, dann wird es wahrscheinlich sehr viel schwerer werden, und das ist ja auch der Grund, warum man die Gebühren unter Zwang erheben muss. Zum Ende fragt Till Reiners noch, ja, warum gibt es denn in der Bahn kein WLAN, was irgendwie mal funktioniert, und warum kann man da keine Podcasts und so weiter aufnehmen? Das ist doch alles auch eine Folge dieser Privatisierung. Naja, wir zoomen mal hier ein bisschen raus, lieber Till Reiners, und überlegen uns mal, was ist das eigentlich für ein Konzern, bei dem ihr und auch ich jetzt gleich dieses Video hochladen? Ist das etwa ein staatlicher Konzern oder ist das ein tatsächlicher im Privatbesitz befindlicher Konzern? Nun ja, YouTube gehört zu Google, Google ist Alphabet, Alphabet hat eine ISIN und Alphabet ist auch im Privatbesitz. Ja, dieser Privatbesitz ist bei Alphabet ziemlich ungleich aufgeteilt, ja, weil zum Beispiel es unterschiedliche Aktiengattungen gibt und die Gründer Sergey Brin und Larry Page viel höhere Stimmrechte haben. Aber trotzdem, jeder Mensch kann an der Börse Aktien kaufen von Google. Und Google macht jede Menge Gewinne. Und diese machen sie vor allem, weil sie eine Plattform wie YouTube zum Beispiel aufgebaut haben, die einen hohen Mehrwert liefert. Und deswegen laden Leute wie ich und deswegen ladet auch ihr eure Videos dort auf dieser Plattform hoch. Und diese Plattform funktioniert auch hervorragend und hat fast nie in irgendeiner Art und Weise einen Ausfall. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn tatsächlich YouTube zu 100% im Besitz des Bundes wäre, wie eben die Deutsche Bahn. Also ich würde mal, ganz abgesehen von der Themenauswahl und so weiter, schätzen, dass es bei weitem nicht so gut laufen würde. Ja? Also, lieber Till Reiners, bitte unbedingt in Zukunft nochmal gründlich recherchieren, wenn du solche Beiträge machst, oder entsprechend auch wirklich als Satire kennzeichnen.